ich bin's wieder, Gabi Fastner. Herzlich willkommen heute. Wir tun heute unseren Füßen etwas Gutes. Wir werden die Muskulatur stärken, die Muskeln natürlich rund um die Füße, auch unsere Wadenmuskulatur. Und wir werden unsere Füße ganz besonders wahrnehmen, denn wann betrachten wir schon unsere Füße im Alltag? Unser Gesicht eigentlich ständig, aber die Füße kommen immer zu kurz. Deshalb heute mal ganz besonders Füße. Und starte ruhig jetzt, bevor du mit dem Video startest, mit einer Fußmassage. Also creme deine Füße ein und massiere sie so richtig durch. Und wichtig auch hier unten ruhig mit dem Daumen hereingreifen, die Zehen auseinanderziehen. Hier besonders massieren. Also ruhig deine Füße nochmal richtig schön weich machen. Und du wirst merken, dann ist auch schon die Wahrnehmung ganz eine andere. Dann drücke jetzt auf Stopp. Und komm gleich wieder. Und wenn du jetzt wieder da bist und du hast deine Füße massiert, dann starte in einer hüftschmalen Position. So fallen unsere Beine übrigens aus dem Hüftgelenk heraus. Hier sind die Hüftgelenke und die Füße hast du in Verlängerung, stehst hüftschmal. Deshalb sage ich immer hüftschmal. Wenn ich breit sage, steht man meistens viel zu breit auseinander. Und jetzt nimm wahr, wie fühlt sich's an? Wie fühlt sich dein Stand an? Rück mal so ein bisschen vor, zurück, rechts und links. Dich bewegen, deine Zehen spreizen, wenn das funktioniert. Auch mal krallen, durchbewegen und spüren, wie gut bist du denn verwurzelt mit dem Boden? Hast du eine gute Wahrnehmung und kommst dann wieder in der Mitte an. Stellst dich auf die Außenkanten deiner Füße und drückst jetzt die Großzehenballen nach unten. Stehst also auf den Großzehenballen, Fersen und auf den Außenkanten deiner Füße. Und dann merkst du vielleicht auch schon ein gutes Fußgewölbe und einen guten Stand, deine Knie etwas durchlässig und du spürst, wie du dich gleich aufrichtest, oder? Jetzt kannst du dich gerne auch noch einmal, einfach um den Vergleich zu spüren, nach innen fallen lassen. Ich übertreibe. Genau. Das hängt ganz eng mit unserer Haltung zusammen. Also die Füße haben ganz viel mit Haltung zu tun. Ganz viel auch mit Rücken und Rückenschmerzen und Wohlfühlen im Rücken. Komm nochmal auf die Außenkanten. Großzehenballen, Fersen. Sehr gut. Genau so solltest du jetzt auch stehen. Und jetzt verlagerst du dein Körpergewicht mal nach links. Heb ruhig deinen rechten Fuß ganz leicht vom Boden ab und spür mal, wie die Muskeln da arbeiten. Wechseln, ausatmend. Auf die andere Seite, lass die Muskeln richtig spielen am Fuß. Das machst du in deinem eigenen Rhythmus. Für die Füße ganz schön ist übrigens auch viel Barfußlaufen. Also im Sommer ruhig in der Wiese oder auf Kieselsteinen. Dann müssen die richtig arbeiten. Die Fußmuskeln und die Rezeptoren an den Füßen werden aktiv. Und dann hältst du dich auf einem Bein, bleibst trotzdem, wenn es geht, auf der Außenkante, auf dem Großzehenbein, auf der Ferse, das andere Bein nach vorne und jetzt mal beugen und strecken. Kannst dich ja irgendwo festhalten, Fußgelenk bewegen. Komm wieder zurück zur Mitte. Kurzer Vergleich. Immer total interessant, finde ich, wenn man bewegt hat, wie fühlt sich dann das Gelenk an im Unterschied zum anderen. Und dann verlagerst du auf dein anderes Bein und auch hier wieder beugen und strecken. Wichtige Bewegung. Beugung, Streckung brauchen wir bei jedem Schritt im Alltag. Und dann kommst du wieder zur Mitte, Füße abstellen, gleichmäßig verteilen dein Körpergewicht, nachspüren. Und dann nimmst du einen Fuß nach vorne. Ich komme ein bisschen seitlich zu dir. Ein Fuß vorne und jetzt lässt du deinen Fuß nach außen und so ein bisschen nach innen knicken. Raus und rein. Supination, Pronation.
zur Mitte. Wieder parallel hinstellen, nachspüren, vergleichen. Vielleicht hast du schon viel bewusster jetzt deine Aufrichtung so im Kopf. Andere Seite, nach vorne, ein. Da ist auch die Seite so ein bisschen unterschiedlich immer, finde ich. Wieder zur Mitte kommen, beide Füße wahrnehmen, aufrecht stehen. Jetzt beginnst du deine Füße mal abzurollen, Fußspitze, Ferse. Und wenn es geht, hebst du eine Fußspitze, eine Ferse an und wechselst. Dann sie auch einstützen. Das fordert natürlich jetzt auch dein Gleichgewicht und Beweglichkeit im Fußgelenk. Wenn nur die Ferse hochgeht, ist es auch okay. Dann hebst du einfach nur die Fersen an. Wenn nicht, Koordination, Fußspitze, Ferse. Und super, zurückkommen. Ganz eng schließen, Großzehenballen, Fersen aneinander. Streck ruhig deine Knie, spann dein Gesäß an und jetzt ziehst du dich so weit, wie es geht, nach oben. Drück die Fersen aneinander, Kraft der Waden und komm wieder tief. Nochmal hoch und tief. Auch deine Füße arbeiten und halten dich. Geht noch? Noch zwei. Halte oben. Und komm runter. Locker dich aus. Und jetzt locker richtig die Fußgelenke. Komm auf ein Bein. Schüttel es richtig raus. Lass unten ganz entspannt fallen. Wechseln. Sie hat schon wieder ein ganz anderes Gefühl, andere Seite. So richtig auslockern, schütteln. Nochmal wechseln, super. Jetzt stellst du ein Bein nach hinten, beide Fußspitzen in eine Richtung. Beug vorne und so weit, wirklich strecken, bis du die Dehnung in der Wade spürst. Hüfte schiebt mit nach vorne und vielleicht magst du ganz sanft federnde Bewegung machen. Halten, wieder auflösen, Bein ein Stück zurück. Jetzt kommst du auf deinen Fußrist, schiebst hier ganz sanft nach vorne, auch federn, wenn du magst. Schienbein spüren. Und dann wieder auflösen. Seite wechseln. Fußspitzen eine Richtung. Vorne beugen, hinten strecken. Ganz durchstrecken. Spür die Dehnung und federe. Sanft mit dem Becken nach vorne. Halten und auflösen, zurückkommen, Fußrist und auch da ganz sanft federn. Wieder auflösen, das ist ungewohnt, oder? Ausschütteln. Jetzt kreuze noch ein Bein mit der Außenkante vom Fuß und nimmst den Oberkörper hier zur Seite. Gern auch deine Hand mitnehmen und spür
jetzt außen und der Schenkel bis rauf natürlich. Wenn du willst, darfst du auch hier federn. Wieder zurückkommen. Andere Seite, Außenkante. Arm. Entweder nur halten oder auch da wieder reinfedern. Und dann wieder zurückkommen und hüftschmal stehen, hineinspüren. Wie fühlt sich dein Fuß an? Wie stehst du? Gutes Gefühl jetzt für deinen Stand. Verwurzelter als vorher. Wenn du magst, kannst du noch mal ein bisschen massieren. Denk immer mal wieder daran, im Alltag deine Zehen auch zu bewegen, also spreizen oder ranziehen, öffnen. Gerne auch mal murmeln, aufheben, ablegen oder ein Taschentuch aufheben, ablegen. Also die Muskeln immer wieder trainieren und deine Füße nicht unbeachtet lassen, sondern immer wieder beachten. Sehr schön. Ich freue mich, wenn es dir gefallen hat und ich freue mich natürlich, wenn es dir gut getan hat. Danke, wenn du mir einen Kommentar hinterlässt und vielen Dank natürlich, wenn du meine Arbeit unterstützen möchtest. Den Link findest du auch unter dem Video, heißt deine Unterstützung. Da, wenn du draufklickst, kannst du mich mit was ist dir wert, das unterstützen im Monat, 2,50, 5,10 Euro, was auch immer. Vielen, vielen Dank. Freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Du kannst auch Füße Gabi Fastner in die Suchzeile von YouTube eingeben. Dann findest du noch mehr Videos zum Thema. Oder bis zu unserem nächsten gemeinsamen Training. Ich freue mich. Bis dann.